So, wir haben Froglights. Wir müssen mal kurz gucken. Ich musste ein bisschen nachjustieren. Ich habe 9 von den gemäßigten Fröschen rausgenommen. Ein paar sind aber inzwischen, während ich hier so AFK stand, auch. Ich weiß nicht, ob sie in Lava gesprungen sind oder ob ich sie mal mit Sweeping Edge erwischt habe, weil hier zwischendurch auch mal Hoglins und so rumgelaufen sind. Aber es waren einfach sehr, sehr viele gelbe Froglights. Also ich habe auch schon welche davon nach Crossroads Tempel gebracht. Aber das hier wird jetzt langsam sehr voll und ist jetzt auch relativ ausgeglichen. Und, nee, Moment, ich habe die nicht hier. Ich habe die in der Ender Chest. Die Wortzuschauer verpassen immer sehr viel während dem Intro. Ja, definitiv. Aber es gibt ja sogar eine Version des Intros, die sie sich anschauen können. Also hier habe ich nochmal Puderschnee, weil ich habe versehentlich da unten den einen weggemacht. Und ansonsten, hier ist nochmal gelbes Froglight. Und vor allem haben wir hier halt jeweils eine Schulkerbox von allen Froglights. Was ich, wo wir gerade hier sind, noch tun möchte, geht das? Ja, wir haben alles, was wir benötigen hier, ne? Und danach müssen wir mal wieder Hopper craften. Weil dann würde ich gerne das Sortiersystem schon mal machen. Voraussetzung ist halt, dass wir dafür überhaupt Platz haben. Was ich auch dabei bin zu prototypen, ist, was wir hier mit der Lava machen. Beziehungsweise, wie man Eis am besten leuchten lässt. Das Ding ist auch, dass mit dem Texture Pack und mit den Shadern halt auch die üblichen Sachen nicht immer funktionieren. Dass du dieses Fun Will Now Commence hast, weiß auch keiner von denen, die nur Wort gucken. Nein, ist nicht drin. Ist mir auch ein bisschen zu riskant mit Content-ID und so. So, das Ding ist, da unten ist direkt Lava. Das Outro habe ich auch nicht drin. Huch. Okay, jetzt läuft der wieder rückwärts, aber das ist nicht schlimm. Wir brauchen Sand. Ja, und ich habe das Gefühl, gelegentlich spawnt, glaube ich, einfach mal auch ein großer Magma-Cube im Glas und hüpft dann hier raus und landet dann hier irgendwo. Deswegen haben wir hier gelegentlich halt auch noch normale Magma-Slimes. So, pass auf. Ihr verpasst echt viel, zum Beispiel einen Hai in der Waschmaschine. Ja, es lohnt, es muss sich auch irgendwie lohnen, dann live dabei zu sein, ne? Also, so, wo kämen wir denn sonst hin? So, pass auf, wir brauchen hier. Warte, wir haben Magma. Wir haben die Magma Cream. Wir haben 3x Froglights. Das heißt. Das Problem ist, wir müssen es aber hier hinleiten, nach hinten. Damit es sich nicht mit der Strecke hier beißt. Oh. Aber das ist cool. Dann haben wir nämlich hier so einen kleinen Ausbau. Das ist okay. Ich mache es aber erstmal nur mit. Mit Prismarin weiter. So, pass auf, Prismarin Bricks. Wir nehmen auch ein bisschen von dem normalen Zeug mit. Prismarin Farm wird auch noch ein Krampf, weil ich finde, wie gesagt, unsere Guardian Farm, die wir haben, ist leider nicht mal so geil. So, einen können wir noch, glaube ich, runtergehen. Und danach kommt Lava. Wobei, ich glaube, eigentlich ist es egal, ne? Solange wir nicht mehrmals. Ja, warte. Wir machen es hier. So, Comparator brauchen wir. Ähm,
Pass auf, dann nehmen wir nämlich auch, wo wir gerade dabei sind. Wir nehmen dunkles Prismarin mal gerade für die Blöcke, wo Redstone drauf soll. Man kann den Picklins immer so schöne Herzinfarkte verpassen, wenn man einfach nur die ganzen eigenen Schulker aufmacht. Vor allem, dass die Schulker für sich beanspruchen, ist so dumm. Sie haben ja gar keine eigenen. So, pass auf. Wir brauchen einen Hopper, der in die Richtung geht. Und der hier auch. Und noch einen. Sie wünschen den Mod-Kanal zu monetarisieren. Die Watchtime hat er schon. Die hat er schon eigentlich schon seit März. Sagen wir, der Auftritt bei Maurice Weber hat extrem reingehauen. Das Problem ist, dass du halt auch 1000 Abonnenten brauchst, um monetarisieren zu dürfen. So, pass auf. Ist es korrekt? Ja. Und wenn wir einen Abstand mal lassen zu dem Ding, dann haben wir ab hier. ID Austria, willkommen zum Stream. Warte, wir leiten es ein bisschen um. Wir müssen es ein bisschen umleiten. Sagt ja niemand, dass es mittig sein muss. So, wenn das Minecart das nächste Mal zu uns kommt, dann holen wir es einmal weg. Wer denkt, es wird der letzte MC-Stream? So. Ich jetzt sagen, hier die ganzen Hopper und der hier gehen stattdessen alle in die Richtung. So. Ja, wir werden, glaube ich, mehr Sand benötigen als das. Der Death Note-Eintrag zählt übrigens noch. Länger als 3000 wird es nicht. Du bist gerade never sicher, dass du wärst. Hast du eine Todesursache definiert? Weil, wie gesagt, wenn der nicht, spielt es keine Rolle, weil dann müsste es sowieso ein Herzinfarkt sein. Und dann ist halt die Frage, kann Steve einen Herzinfarkt bekommen? Fragen, die kein normaler Mensch stellt. Ich habe gesagt, im Never, das reicht. Also was passiert denn dann, wenn ich bis Tag 3000 nicht mehr in den Nether gehe?
Ah, wobei, brauchen wir das überhaupt? Wir können nämlich hier doch eigentlich... Dann stirbst du an einem Herzinfarkt. Ja, stimmt. Das ist ja, das gibt ja leider kein Entkommen beim Death Note. Also genießt die solche Zeit. Boah, was ist aber auch. Das ist jetzt aber auch gerade wieder eine Drohung hier. So, und dann müsste ja theoretisch hier der Rand sein. Nee, ist Quatsch. Ich mache das ja total ungern, dass ich die ursprüngliche Struktur so verschandel und dann, dann halt nicht den Überblick habe, wie es ursprünglich war. Dann nicht nur deine Welt. Ohohoho. So, pass auf. 1, 2, 3, 4. Und dann können wir hier immer noch einen, noch einen Dropper machen, der alles nach draußen wirft. Es ist ein bisschen wenig Platz, to be honest. Wobei, nee, so habe ich zwei Doppelchests für jeden Drop. Das ist eigentlich ausreichend. Den Rest kann ich mit Schulkerboxen lösen. Pass auf. 1, 2, 3, 4. Dann lassen wir einen frei. Und lassen dann an der Stelle in einen Dropper reinmünden. So, warte, der Wassereimer hilft mir hier sowieso nicht an der Stelle. Da wir hier in die Richtung aber noch weitergehen müssen, machen wir jetzt einfach den. Ihr müsst wissen, so löst man Probleme. Man nimmt sie einfach und dann legt man sie woanders hin. Wenn du jetzt in Minecraft schreiben solltest, dass der Stream auch wieder frei ist. Was wird dann passieren, außer allgemeine Trauer in der Nation? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dann bleibt mir nichts, wirklich nichts mehr außer OnlyFans. Ein bisschen problematisch wäre nur, wenn das Minecart irgendwas aufsammelt. Also wir sollten vielleicht den Mechanismus für den Dropper nicht dauerhaft aktiviert haben, weil ja, es wäre vielleicht
besser, wenn wir sagen, dass, ne, falls da irgendwas, was wir noch brauchen, drin landet. So, wollen wir ein Bad in Lava nehmen? Weil, to be honest, ich will nicht die Lava jetzt hier nicht kaputt machen. So, wir brauchen zwei Observer. Wir brauchen einen Hebel und einen Sticky Piston. Warum brauchen wir einen Inventarplatz? So, und wenn wir jetzt noch einen Hebel einpacken. So. Soweit, so gut. Okay, wir benötigen mehr Platz. Also mindestens mal noch eine Reihe. Jo, das müsste es ja eigentlich tun. Na, ja, kriegen wir es hin? So, dann machen wir einen Repeat, machen wir noch einen Repeater und brauchen Fackeln. So, ich weiß auch, wir spielen noch nicht mit den Inventarerweiterungen, die wir durch Inventorio haben könnten. Weder bei der Ender Chest noch in unserem eigentlichen Inventar. So, jetzt müssten wir theoretisch in der Lage sein, also jetzt, wir haben noch eine Fackel, nicht eine Fackel, eine Chest. Sand. Hier. Ganz ehrlich, Jungle Log können wir jetzt auch mal mitnehmen. Ich habe oben eine Crafting Bench. Das sollte sogar gut passen, was ich jetzt habe. Ah, es sind zu wenige. So, wenn es korrekt funktioniert, müsste ich ja schon in der Lage sein, den ersten zu programmieren. Jawohl, mit dem geht's aber noch nicht, genau.
Da setzen wir nämlich hier schon mal die Grünen rein. Wir machen es ampelmäßig. Kurz, was habe ich verpasst? Oh, du hast nicht wirklich was verpasst. Außer, dass ich mehr Kisten brauche. Ich meine, ich kriege ja auch gleich welche zurück, so ist es ja nicht. Aber wir müssen auch unbedingt wieder unser Kistenlager hier auffüllen. Und ganz ehrlich, to be honest, ich bin jetzt einfach mal billig. Wir benötigen keine zwei Doppelkisten Magma-Cream, glaube ich. Also so viel kommt gar nicht bei rum bei der Farm. Wenn man mal hier reinguckt. Das sind immer, also das ist ein Bruchteil. Ich meine, Jungle Holz, so hätte ich jetzt eingeführt, aber für Industrial Craft genau richtig. Mach massen abverheizen, das Zeug. Oh ja. Oder die Gummibäume gab es ja auch. So, jetzt müssen wir kurz wissen. Die Mitte ist hier. Von der Mitte haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hier. Weil dann machen wir es hier so halb geschlossen, dass man die Redstone-Verkabelung von außen nicht so sieht. Und hier machen wir dann so ein kleines Beobachtungsdeck. Soll ja auch alles irgendwie ein bisschen schön aussehen. So, pass auf. Die, die und die. Dann kommt hier gelb rein. Hier kommt Pink rein und hier kommen dann die, na, die Magma Creams rein. Gummibäume sind doch nur so Pussys, die ihre Kabel isoliert haben wollen. Echte Männer schlafen auf blanken Hochspannungsleitungen. So, dann können wir nämlich jetzt sagen... Ja, wir müssen den Anfang eh selber sortieren, ne? Dafür möchte ich aber erst die Sachen frei haben. Wir machen erstmal kurz hier den Außenteil. Das ist so ein Ding, was ich bei Minecraft immer noch sehr seltsam finde. Lava setzt Sachen in Brand, auch wenn solide Blöcke dazwischen liegen. Vor allem im Fall von Kisten finde ich das gerade sehr, sehr seltsam, weil Kisten ja auch nicht richtig brennen.
So, kann sein, dass wir das hier noch ein bisschen schöner gestalten müssen später. Okay, irgendwer hier ist gerade aggro. So, dann machen wir hier noch ein bisschen, ne? Dass es schön aussieht oder halbwegs annehmbar aussieht. Dann machen wir da Glas rein. Das ist ja auch so ein fieses Ding tatsächlich. Das einzige das einzige Eis, was durchsichtig ist, ist das normale. Das normale schmilzt aber bei einem Lichtlevel von 11 und drüber. Das heißt, das muss ich, wenn ich hier mit Eis bauen will, auch noch beachten. So, das hier müssen wir später eh noch alles ordentlich anbinden. Also, dass es einen schönen Übergang hat. Hier der Effekt ist auch, ja, das ist ja alles ein bisschen sehr, sehr sketchy. So, wir könnten noch ein paar Lichtquellen brauchen, also finde ich zumindest. Wo haben wir noch ein paar Sea Lanterns? Wobei Sea Lanterns habe ich in meiner Lichtkiste. Ich packe jetzt erstmal nur da eine hin. Huch. Ja, das wollte ich nicht. Wieso hat er denn jetzt da nicht erkannt, dass er die nehmen... Okay, bei Glas erkennt er, dass er die Silk Touch nehmen sollte, aber nicht bei Sea Lanterns? Das ist sehr seltsam. So, wir brauchen ein paar... Komposter. So, deshalb bin ich froh, dass ich den Schalter eingebaut habe. Sonst wäre ich das Redstone-Kit jetzt in der Lava gelandet. So, die Frage ist, fackelt mir jetzt irgendwas die Komposter ab? So, Hopper kommen wieder hier rein. Das kommt alles wieder hier rein.
Kriegen wir irgendwo noch eine schöne Lampe unter, also ohne, dass es stört. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich riesig Lust, mich da jetzt mit zu befassen. Ich finde auch irgendwie, dass die Lava, also ich finde, das kämpft gegeneinander. Aber das ist jetzt wirklich auch nicht von Dauer. Irgendwann müssen wir das ja alles transformieren. So. Wir machen noch kurz das Inventar frei. Den brauchen wir auch. So, jede Menge Items. So, hier haben wir grün. Moment, hier wollte ich es eigentlich nicht haben. Gelb und grün. Minecart mit Hopper, das kann jetzt gerne wieder anfangen zu arbeiten. Und es ist schon vollgelaufen. Ganz ehrlich, die Froglights, so ich finde gerade die grünen haben so ein bisschen was von verbotenen Bonbons. So, da haben wir alles. Aber gehen hier Sachen ein? Ja. Ja, es funktioniert. So, jetzt wollen wir noch mal kurz. Neue Geschmackssorte Soylent Green. Nee, ganz, so ganz weit hergeholt ist das ja nicht. So, kriegen wir es jetzt noch irgendwie hin, dass wir hier den Zugang ein bisschen schöner gestalten können. Ich glaube, dafür werden wir ein paar Wände einreißen müssen. Frage ist, wie wollen wir es haben? Ah, das hier passt perfekt.
Das hier passt eigentlich voll gut. Weil dann können wir nämlich hier zumachen, zumindest langfristig. Ich mache das jetzt einfach mal hier so nur provisorisch zu. Nein, kriegen wir es vielleicht noch ein bisschen. Das Problem ist, dass wir hier dadurch dann nur zu eine Reihe haben. Welche von den Dingern kann ich zu Stufen machen? Okay, mit Stufen gehen beide. Macht aber jetzt tatsächlich erstmal die hier mehr Sinn. So, was wir hier machen, ist dann halt noch offen. So, dann machen wir nämlich hier. By your colors combined. Aber ich finde, gerade mit der Verbindung sieht das schon sehr cool aus, was Misa da gemacht hat. So, hier ist nichts drin. So, und das hier kann ja dann der Wartungszugang sein. So. Jetzt haben wir ganz viel Zeit verbracht. Boah, hier kommt das Zeug, können wir mitnehmen. Stairs benötigen wir nicht. Die Schulkerboxen noch. Ich hatte einmal beim AFK-Warten meine Werkzeugkiste hier gelassen. Meint ihr, was ich da für einen Schreck gekriegt habe, als ich die auf einmal nicht wiedergefunden habe? So, hier, hier. Na, und das genügt. Erstmal. So. Huch! Okay, jetzt ist er durch die Dornen gestorben. Wann wirst du denn am Geheimprojekt arbeiten? Geheimprojekt? Welches Geheimprojekt? Hau ab, Zombie. Ach, was war denn hier der Weg raus, verdammt? Also, das meinst du. Ja, wir gehen noch einmal in die Ancient City vorher. Weil ich finde, das macht Sinn. Dann können wir unter Umständen am Ende nochmal hingehen. Je nachdem, wie der Warning-Level dann aussieht. Und es liegt eh mehr oder weniger auf dem Rückweg.
Nee, hier nicht. Wir brauchen definitiv noch einen besseren Weg hier raus. Also ein ohne die ganze Akrobatik. Jetzt sind wir so ziemlich wieder genau da, wo wir angefangen haben. Ja, es wird langsam Zeit, aber wir haben ja jetzt auch alles, was wir benötigen. Deswegen war ja die große. Deswegen konnte ich ja mit der Froglight auch nicht Farm auch nicht warten, da wir die dafür benötigen. So, hier geht's hoch. Kann es sein, dass ich jetzt gerade die Technikerkonferenz in meinem Chat habe, wie man sich am kribbelsten ins Jenseits befördern kann? Ich kann OnlyFans meinen. Nein, es ist tatsächlich nicht gemeint. Mal ausnahmsweise. Aber ich hoffe, dass du bis dahin noch dabei bist. So, in welche Richtung ist... Hier. Dafür reicht ein Bleistift in der Steckdose. Stimmt, die Mine leitet ja auch, ne? So, einmal Mini-Hut aus. So, jetzt haben wir ja hier... Gut, das ist immer noch ein bisschen dunkel, to be honest. Aber wir haben jetzt hier ja den Weg. Das haben wir ja beim letzten Mal endlich eingerichtet. Möchte vielleicht mal jemand Hydrieren einlösen? Sehr gut, Creative. Sehr vorbildlich. Ausnahmsweise auch wie gnädig von dir. Pass auf, die Ocker-Froglights. Also von den Frog, den Ockerfarbenen habe ich tatsächlich schon ein paar hier. Wie gesagt, wir hatten da echt eine Überproduktion. Ah, wo sind sie? Wo sind sie? Hier. Aber wir hatten da praktischerweise noch drei Slots nebeneinander frei. Ich würde Froglights tatsächlich nicht direkt dem Nether zuordnen, weil sie ja nicht natürlich im Nether vorkommen. Jetzt habe ich selber gedruckt, du darfst nicht mehr. Tja. Zum Glück bist du nicht mein Boss. Hoch. Oh. Oh. Ja.
Ist natürlich nicht so geil, dass er sich da jetzt die, die Dinger rausgezogen hat. Die, ne, die Buckets. Den sollten wir vielleicht nochmal gerade füllen. So, wir brauchen wieder die Wolle. So, wir nehmen jetzt nur noch die übrig gebliebenen Tränke vom letzten Mal, die vier, weil wir nicht alle genutzt haben. Huch, das ist das falsche Portal. Ganz ehrlich, gegen den Warden ist die Rüstung zwar auch egal, aber ich laufe trotzdem lieber mit Rüstung als mit Elytra rum. So. Wir haben jetzt mal 8 Minuten. Also ich denke mal eine halbe Stunde um den Dreh werden wir hier sein. Falls wir nicht früher den Warning Level höher treiben, als mir lieb ist. Glow Ink. Dazu sage ich nicht nein, die brauche ich regelmäßig. Noch mehr Glow Ink. Da oben sehe ich schon mal einen Shrieker. Ich kann nicht die Leiter hochgehen, oder? Ich glaube, das macht Lärm. Ah, das ist fies. Ah, ich habe die Schere nicht rausgenommen.
müssten wir irgendwo kurz hingehen und die Schere rausholen. Da oben sind direkt zwei. So, ganz nebenbei einfach Glow Ink farmen. So. Da oben in die Richtung geht's weiter. Mensch, so viele Kisten. So, hier dürfte jetzt eigentlich, dürfte, Betonung auf dürfte, wahrscheinlich ist hier irgendwo wieder ein Shrieker in der Wand, den du nicht siehst. Ich meine, wir können da oben die Sensoren noch abdecken. Das Problem ist, dass das hier gleich abbrennen wird, ne? Außer wir machen es zu. Weil wenn ich das Feuer jetzt ausgeschlagen hätte, wäre es wahrscheinlich... Okay, ich dachte schon. Okay, das ist aber nur, weil die Nachtsichtpotion jetzt vorbei ist.
Dagegen ist, da drüben ist das Portal. Also ich finde, das hier ist ein Ort, wo der Shader halt echt hilft. Wenn es klar ist, ist es schwerer, aber es ist halt von der Atmosphäre her extrem krass. Da ist irgendwas drin. Das Signal ging an einen Sensor raus, aber zumindest nicht an einen Shrieker. Ich denke daher mal, dass es hier dann auch relativ safe sein dürfte. Machen sie jetzt aber noch nicht die Mühe, hier die Kiste zu öffnen. Irgendwann laufen wir hier durch und looten einfach die ganzen Kisten, aber dieser Moment ist noch nicht jetzt. Töte einen Warden für Nutzlosium. Nein. Ich weiß, dass manche Leute das damit prahlen, dass sie das tun. Ich habe auch schon Leute, in Half-Hearted Hardcore das machen sehen. Okay, hier ist scheinbar kein Shrieker mehr. Ich finde es übrigens erstaunlich, dass man hier Seelenerde findet. Fast so, als hätte dieser Ort eine Verbindung zum Nether. Oder als hätten zumindest seine ursprünglichen Bewohner. Na, als hätten die Zugang zum Nether gehabt. Ja gut, ich denke mal, dass der Hauptgrund für Mojang war, dass sie, damit sie blaues Feuer hier haben können. Aber, heißt das, ist aber auch riskant, dass das hier nicht getriggert hat, heißt das vielleicht,
dass der Skulk, zumindest in seiner ursprünglichen Form, ursprünglich aus dem Nether kommt. Und sich halt, und halt hier mutiert ist, weil neue Umgebung, und dann zu einem invasiven Organismus wurde. Okay, hier oben ist noch ein Sensor. Hier ist auch noch ein Shrieker. Da oben. Da sieht man auch, dass die Reichweite doch gar nicht mal so hoch ist. Okay, der da ist natürlich ganz toll platziert, der Sensor. Weil ich kann ihn nur von einer Seite abblocken. Ja, super. Wo ist denn hier noch ein Shrieker? Ach, da. So, das ist Warning Level 1. Und damit haben wir jetzt auch keine Nachtsicht mehr. Warte, trink. Warte, kann ich trinken, ohne dass mir was passiert? Löst einen Trank trinken Skulk-Sensoren aus? Weil jetzt gerade hat es dir ja gar nicht gejuckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich trotzdem eine Sichtlinie zu ihnen hatte. Frag mal Nestle. Meinst du, der Skulk ist eine Kreation von Nestle?
Leider muss man davon ausgehen. Missglücktes Wünschelrutenexperiment, um Wasser zu finden. Echt einen Ruf wie Nestle haben, muss man auch erstmal schaffen. Also, dass du halt richtig so als comichaft bösartig giltst. Huch. Hier versteckt sich ja noch einer. Ey, die sind auf gutem Weg. Und die Führungserbe. Ja, gut, ganz ehrlich, ich glaube, das ist aber auch ein Einstellungskriterium bei EA, wenn du da ein Executive sein willst, so dass du in der Lage bist, mit einer Entscheidung deinen früheren Arbeitgeber von der Liste der schlimmsten Firmen der Welt, bzw. der schlimmsten Firma Amerika zu verstoßen. Das ist ja mit Unity jetzt sogar passiert. Lässt sich jeden normalen Mitarbeiter, der da so ein PR-Fiasko verursachen würde oder könnte, einfach nur könnte wegen irgendwas, würde niemals einen Job kriegen. Autoarbeit ist mit Unity gemacht. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie damit durchkommen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass diese ganze Geschichte, also auf mehreren Ebenen, ist das, was sie da machen wollen oder wollten, höchst illegal. Also erstmal, du kannst nicht einseitig und rückwirkend einen Vertrag ändern, wenn es dann um potenziell solche Summen geht, dann das Modell, auf dem du diese Kosten berechnest, das ist ja im Prinzip Trust me, Bro. So, das wird auch niemals standhalten, wenn Unity da nicht in der Lage ist, stichhaltige Daten zu liefern und vor allem halt auch, ne, darzulegen, wie es diese Daten erworben hat. Und dann vor allem auch noch dieses schöne so, ja, also wenn ein Spiel im Game Pass drin ist, dann zahlt das, ja, Microsoft, ich nehme so, ja, weil Microsoft da so Bock drauf haben wird. Also auch Nintendo hat ja auch Spiele auf der Switch, die auf Unity basieren. Und ich denke so,
Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mich freuen würde, wenn Nintendo seine Anwälte losschickt. Ich meine, die AGBs, da steht das sicher schon drin. Das Ding ist, dass Unity vorher ja ein GitHub hatte, wo auch die ganzen alten Terms of Service drin waren. Und theoretisch gelten halt die Terms of Service von der Unity-Version, die du verwendet hast. Weil zu der Zeit hast du denen zugestimmt. Nur dieses GitHub haben sie halt dann zusammen, als sie diese Änderung angekündigt haben, gelöscht. Damit halt bloß das auch keiner... Weil da stand nämlich auch drin, dass Unity halt für Entwickler... Also halt, ne, dass eben solche Kosten bzw. Gewinnbeteiligung später nicht kommen werden. So, hier war es safe, das weiß ich. Los, Nintendos Anwälte. Ja, wirklich, also da können sie mal was Sinnvolles machen. Also das wird auch kein anderer Publisher oder größerer Entwickler mit sich machen lassen, wenn Unity dann meint, denen irgendwie eine nebulöse Rechnung zu schicken. Wenn sie einfach nur gesagt hätten, okay, hier, ne, sowas wie, keine Ahnung, ne, ab einem bestimmten Punkt, 5% von den Einnahmen, so wie es zum Beispiel auch Unreal hat, das, ne, ich meine, die Leute hätten es wahrscheinlich auch nicht gut gefunden, weil, ne, ist klar, vorher war es besser, aber das wäre alles verkraftbar gewesen. Aber allein schon, wenn du eine absolute Gebühr hast, wenn ein 30-Euro-Titel oder ein 60-Euro-Titel, dem tun die 20 Cent pro Installation, zumindest wenn du halt diese offensichtlichen Loopholes rausmachst, nicht weh. Aber wenn du ein Spiel für 10 Euro hast, was dann regulär vielleicht im Sale für 2 Euro gekauft wird, ja. Irgendwann Unity ist reicher denn je. Ja, die haben, ja, das mit den Aktien ist ja... Ja, ist schon so eine Sache. So, hier ist safe zu trinken. Das heißt, wir trinken doch hier unseren letzten Trank. Ja, das denke ich mir halt auch. Also ich finde auch, das GitHub zu löschen, ist, finde ich, halt auch so ein dumm, naiver Move. Weil klar, damit ist es vielleicht aus dem öffentlichen Auge raus, wenn du Glück hast. Ich meine, wir leben in der Zeit, es gibt Wayback-Maschinen, ja? Also, da siehst du halt auch, dass die Leute das nicht dass die das überhaupt nicht durchdacht haben. Außer halt, wir reden halt wirklich von so einem Börsenbetrugs-Scheme, aber, ne? Ich glaube nicht, dass das, ich würde nicht mal unbedingt sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das primäre Ziel war. Ich glaube, das war eher ein Fall von Gunst der Stunde. Aber nur das GitHub wird ja die Daten weiterhin haben. Und ganz ehrlich, also so wie ich GitHub einschätze, wenn die mitkriegen, da ist ein Prozess, die werden die Daten rausrücken. Ich glaube, das werden die sogar proaktiv tun. Also von daher, du kannst im Internet kein Versprechen geben. Und dann so tun, als hätte es das nie gegeben. Es funktioniert nicht. Ehren-GitHub. Ja, das wäre halt echt krass, wenn das so läuft. Panergo, danke fürs Abo. 8 Monate schon. Du hast gerade getrunken, ohne dass jemand Hydrieren eingelöst hat. Du musst dich auch an Regeln halten. Ich habe nie gesagt, dass ich nur daran trinken darf.
Also wenn ich frage, ob jemand Hydrieren einlösen möchte, dann nicht, weil ich nur deshalb trinken darf, sondern weil ich kenne und weiß, dass wenn ich getrunken habe, dann ihr den Zeitpunkt für gekommen haltet, nochmal Hydrieren einzulösen. Oh, da ist ein Shrieker. Aber Ekel und Asmongold, das killt das Vertrauen. Ja, deswegen, also... Ich sag mal so, die einzigen, die halt jetzt wirklich, also, die halt wirklich jetzt ein bisschen stuck sind und wo man hoffen muss, dass halt Unity das jetzt doch erstmal halt wieder ein Rollback macht von der Politik da, sind halt die Entwickler, die halt schon in einem Projekt sind, committed auf Unity sind und jetzt weder die Zeit noch die Mittel haben, jetzt mal eben noch mittendrin die Engines zu wechseln. Also die sich das nicht aussuchen können. Erfolgreich, ich habe eigentlich immer noch Durstbait. So, hier scheint safe zu sein. In dieser Stunde funktioniert nur nicht an der Börse, wenn man richtig was rausholen will, wie gesagt. Ja, also ich meine, die wussten ja, was passieren wird. Aber anscheinend, also ich meine, also was ja auch vermutet wird, ist, dass es wegen dieser, weil sie ja Iron Source gekauft haben vor einer Weile, dass das wohl so ein Versuch ist, weil irgendwie die Leute, also es gibt wohl auch, die Entwickler, die Mobile-Entwickler, die über Iron Source die Werbung schalten, dass die praktisch diese Installationsgebühr ja zu 100% erstattet bekommen sollen. Wo ich mich auch frage, ob das so legal ist. Ich meine, klar, du hast es irgendwie, ne, das ist ja nicht verboten, mit einem Partnerunternehmen so Geschäfte zu machen und so Deals anzubieten, aber vorsätzliche Schädigung des eigenen Unternehmens, das macht es nicht für jeden Anleger das Unternehmen. Ja, das wäre halt auch, das wäre schon sehr geil. Aber ich meine, wir müssen leider davon ausgehen, dass das nicht passiert. Da wird nichts Schlimmes passieren, so einem John Riccitiello oder so. Der hat seinen goldenen Fallschirm. Der geht dann einfach zur nächsten Firma, die ihn dann für sowas dann Millionen bezahlt. Das ist halt übrigens auch so ein Ding, weshalb dieses ganze Argument, der Kapitalismus fördert Innovation, kompletter Blödsinn ist. Weil das tut er nicht. Sobald eine Firma innovativ ist, wenn sie nicht gerade sich die Gründer entscheiden, dass es halt nicht öffentlich handeln, wird es halt dann gekauft und so lange beeinflusst, bis halt jegliche Innovation weg ist. Und das Unternehmen früher oder später dann an die Wand fährt, weil irgendwer sich dann da seinen goldenen Fallschirm draus bastelt. Gambling ist ja auch nicht betroffen. Da denke ich mir dann halt auch, also eigentlich musst du ja nur irgendwo in einem versteckten Debug-Menü oder so eine kostenpflichtige Lootbox, über die theoretisch jemand eine Lootbox kaufen könnte. Ne, du musst die Leute ja nicht drauf hin, du kannst es ja wirklich verstecken. Wenn die Leute finden es trotzdem, aber ne? Und dann kannst du sagen, ja, das Spiel hat Lootbox, wir haben Gambling, so wie wir können uns von der Gebühr befreien. Und klar kann Unity dann sagen, nö, ist nicht, aber dann müssen sie halt ihre Regel präzisieren. Oder halt riskieren, dass man sie verklagt.
Da würde ich auch maximal feiern, wenn das ein Entwickler machen würde. Ja, so einfach geht es nicht, dann fällt es nämlich gesetzlich über das Glücksspielrecht. Moment. Moment. Wir sind, was Lootboxen und Glücksspiel, was diese Connection nach Gesetz angeht, sind wir sowas von hinterher. Also, da müssen sich die Leute noch die geringste Sorge machen. Und sowas kannst du ja, also, du kannst ja solche Sachen auch durchaus nach Land machen. Genauso wie hier, da habe ich doch vorhin noch drüber gelesen. Es gab ja irgendwie, ich glaube, als Spider-Man für den PC rauskam, gab es ja irgendwie direkt eine Mod, die Pride-Flaggen im Spiel durch normale US-Flaggen ausgetauscht hat. Und die Mod macht aber, glaube ich, auch nichts anderes, als dem Spiel praktisch, zumindest diesem Teil des Spiels praktisch sagen, du bist irgendwie in Saudi-Arabien oder so, weil es halt auch nur, ne, also das Spiel hat halt schon geprüft, in welchem Land du bist, ob es da okay ist, schwul zu sein. Deswegen, FIFA 18. Ja, deswegen, also, ne, so FIFA kommt auch damit durch. Noch. Und würde es wahrscheinlich auf absehbare Zeit auch noch. Weil die Politik da leider schläft. Eine Lootbox ist kein Gambling. What? Ich lasse mich darauf ein, dass eine einzige Lootbox, deren Inhalt dann wahrscheinlich auch nicht wirklich zufällig wäre, dann kein Gambling ist, ja. Vor allem, dann ist auch die Frage, wie teuer müssen die Lootboxen denn sein? Also wenn du so eine Fake-Lootbox haben willst, kann ich einfach sagen, die kostet 1 Cent? Wenn du ein paar versteckte Skins oder sowas da reinpackst, die nicht wirklich, ne, die einfach nur da sind, damit du sagen kannst, die Lootbox hat zufälligen Loot. Ne, also dann wäre halt Unity gezwungen, wirklich da feste Regeln aufzustellen. Und damit entlarven sie sich dann selber. Projekt HGL hat ein Online-Casino confirmed. Ich sag's mal so, also wir kriegen das ja auch mit, was Unity da macht. Denken uns halt auch schon so, zumindest so scherzhaft halt so aus, wie man da rumkommt, ne? Wenn es soweit käme. Wie gesagt, wir gehen nicht davon aus, dass das Bestand haben wird. Im Glücksspiel geht es um einen Geldwertvorteil. Ja. Ja, das ist halt die eine, das ist halt auch einfach eine Sache, wo du merkst, dass die Definition, ne? Die ist halt eigentlich, ne, die stammt aus einer anderen Zeit. Aber du kannst die Definition, das machen ja manche Länder auch, durchaus auch auf Lootboxen ausdehnen. Weil das ist es ja. Lootboxen sind ja ein Loophole. Du kannst damit Glücksspiel Kindern anbieten, was du ja auch, ne, also du, welches Casino darfst du unter 18 in Deutschland? Und da, ne, Casinos und Spielhallen müssen sich halt auch an bestimmte Regeln halten. Und mit Lootboxen hast du das halt nicht, weil da das Gesetz noch nicht hinterher ist. Du kannst nicht einfach eine Lootbox einbauen und sagen, ja. Ja, es ist halt, ne? Du musst halt irgendwie dann einen Weg finden, das ist so einzubauen, dass es halt wirklich nur auf dem Papier drin ist. So, wir kehren zurück. Und dann wird es Zeit, dass wir unser Projekt durchziehen. Geheime Projekt. Ja, wir müssen mal gucken, was wir da überhaupt an Material brauchen. Ich habe es nämlich gar nicht mehr im Kopf. Hm.
Wenn es auf dem Papier drin ist, Casino-Lizenz. Ja, Moment. Ich glaube nicht, dass EA für FIFA eine Casino-Lizenz erworben hat. Einfach 10 Spieler, 62 Sensoren. Jetzt auch einfach durch es gibt doch schon Lootboxen in Siedler technisch gesehen. Also, ne, die göttlichen Geschenke. So, pass auf, ich weiß jetzt nur nicht, was wir... Loaded Schematics, ich muss mal kurz... Ich brauche mal kurz die Materialliste. Ah, 12 Diamantblöcke, das wird potenziell schwierig. Aber nee, wird's nicht. Also, wir brauchen 3 Stacks rotes Glas. So, Pearlescent Froglight. So, pass auf, wir packen die hier mal kurz. So. Kannst du ja nicht gleichzeitig sagen, nee, Unity, wir sind kein Glücksspiel und nee, alle Länder, wir sind kein Glücksspiel. Es geht darum, Moment. Unity... Musst erstmal belegen, dass das kein Gambling ist, was du machst, wenn du Lootboxen drin hast. Und ich meine, sie bezeichnen es ja selber als Gambling. Also ich meine, ich weiß nicht, was sie sonst darunter verstehen. Außer halt, wenn du halt wirklich die normalen Lotterie-Titel, die du halt, ne, nur für Leute mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein oder wie war das? Und bei einer versteckten Lootbox, die du ja auch normalerweise nicht zeigst, da muss ein Land erstmal drauf aufmerksam werden. Sie kriegen es ja bei FIFA schon nicht geregelt. Ja, klar, wenn da wirklich Leute Interesse daran hätten, wird es nicht standhalten. Aber erstmal musst du es hinkriegen, dass da überhaupt Leute das mitkriegen. Vor allem, finde ich, kannst du theoretisch darüber gut PR generieren, weil du halt damit Unity unter Umständen am Nasenring durch die Manege führen kannst. So, Ancient Debris, Grass, okay, Grass brauchen wir nicht, wir brauchen aber Quartz. Was auch mit Unicontent ist wirklich Spielautomaten, Casino zwischen letzten eigene Sparte. Da sind wahrscheinlich Lootboxen. Das ist ja die Frage. Da muss Unity aber beantworten, sind Lootboxen nach ihrer Definition Glücksspiel? Da darf sich auch jetzt ein Ricky Tello nicht zu sehr aufs Fenster lehnen, weil, ne, er war immerhin bei EA. Und EA sagt ja, es ist kein Glücksspiel, das sind Überraschungsmechaniken. Smooth Quartz Block. Und Smooth Quartz Stairs. Ja, das war so. Wie war das? Smooth Quartz entstand, glaube ich, wenn man es in den Ofen packte, ne? Ja, Block of Quartz muss man hier durchjagen.
Ne, weil EA hat ja Surprise Mechanics und die haben sie ja mit Kinderüberraschung verglichen. Oh, das war so cringe. Habe ich überhaupt noch? Okay, ja, ich habe gerade noch genug Ancient Debris dafür. Ich sehe es übrigens nicht als Banküberfall, sondern Überraschungskommunismus. Richtig. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Man kann nicht sagen, es ist Produktpiraterie, wenn mir das Produkt, wenn ich es kaufe, in Anführungszeichen, mir sowieso nicht gehört, sondern ich ja nur eine Lizenz erwerbe, ist zu den Bedingungen, die der Entwickler halt, die der Entwickler vorgibt, zu nutzen. Also, wenn ich es auf diese Weise nicht mehr richtig erwerbe, dann kann ja auch nicht sagen, dass Produktpiraterie in diesem Fall Diebstahl ist. So, das müssten 9 sein, richtig? Jawohl. Der Origin Launcher hat auch Surprise Mechanics in Form von Rootkit-Mechaniken. Big Red, ja, natürlich. Oha, Piracy jetzt erlaubt. Okay, es donnert draußen. Ich habe mich schon gewundert, was das für Geräusche sind. So, 1, 2, 3. So, dann haben wir alles. Dann können wir die Materialliste abschalten. Und wir können auch mal bei der Gelegenheit gerade den Spawnpunkt wieder hier hinsetzen. Aber wir schlafen nicht. So, das Ding ist nämlich, es ist noch ein Baum ausstehend. Und zwar für den der MVP, für den MVP der letzten Monate. Wo ist es? Für den guten Flami. Oh, warte, wir müssen den Shader ausmachen. Und die Schematic neu aktivieren.
So, dann müssen wir nämlich jetzt schauen. Genau, ich hatte es überlegt, dass wir dann hier... Dann brauchen wir aber noch... wir holen noch ein bisschen mehr Sandstein und wir holen ein bisschen mehr aus Betonpulver. Und wir brauchen noch zwei weitere Dinge. Drei. Ja, zwei, eins habe ich immer... Nee, warte, wir brauchen eins, den Rest habe ich eigentlich immer dabei. Aber wir können es auch trotzdem mal so mitnehmen. Brauchen wir. Wir brauchen noch ein Schild. Flavi, kannst du dir vielleicht mal eine Farbe für, also ein Schild aussuchen? Gibt ja verschiedene. Wir brauchen einen Glowing Sack. Dann müsste ich ja irgendwo Magenta, Purple. Wo habe ich denn Pink? Pink Dye. Oder ist es... Das ist ja eigentlich mehr die Farbe, das ist ja eigentlich mehr Magenta. Hier, Magenta trifft es eigentlich viel mehr. So klassisch wie möglich. Muss ich gerade mal gucken, wo ich das... Baumkit habe. So, dann wollten wir nämlich noch Sandstein und wir wollten blaues Betonpulver. Also mein, übersichtlich ist mein Sortiersystem ja nicht gerade. Das ist Wolle. Wer kennt sich klassisch pinke Neon-Schilder? Warte, das ist der Wandering Trader. Was hast du für mich, Freund? Blaues Eis. Warte, warte. Kaufen wir. Ich will das Zeug nicht, also nicht mehr farmen müssen als nötig. Nicht weglaufen. Ich habe hier doch, ich habe hier Emeralds. Wo ist er hin? Nein, lauf doch nicht weg von mir. Du kannst doch nicht vor deinen Kunden weglaufen. Wow. Sechs Blöcke. Ich lege sie zu den anderen 18. Ich glaube, die habe ich alle von ihm bekommen. Ja gut, dass der Wandering Trader nicht unbedingt der beste Kaufmann ist, das ist ja nichts Neues. Neon und Pink ist auch wohl klassischer Cyberpunk. So, pass auf. Wie machen wir es am geschicktesten? Okay, hier den Übergang müssen wir gucken, wie wir es machen. Hoch. Warte, hier ist eine unsichtbare Spinne. Der Wandermänner haben nur Müll dabei. Ja, das ist es ja. Also ich meine, er kriegt ja ein paar feste Trades mit dem Villager Rework. Also zumindest die Sachen, die er halt für sich und seine Lamas braucht, die hat er immer im Sortiment dann. Das Ding ist halt auch, wenn er mal was im Sortiment hat, was man haben will,
dann ist es halt aber auch immer so, ja, ich verkaufe dir jetzt irgendwie sechs Blöcke roten Sand und damit sollst du jetzt glücklich sein. Ich habe vor ein paar Tagen habe ich noch ein Video gesehen, wo es darum ging, dass halt dass von wegen dieser Versuch, reich auszusehen, wie das einen Arm hält, und da ging es eigentlich auch irgendwie zeitweise um irgendeine Marke, wo du eine bestimmte Form der Handtasche, die kannst du nicht regulär kaufen. Also du musst da irgendwie, was weiß ich, wie viel Geld ausgeben, regelmäßig, am besten auch immer im gleichen Geschäft, bei dem gleichen Kundenberater, damit die dir dann irgendwann mal die Möglichkeit anbieten, zwischen zwei von diesen Taschen zu wählen, also von zwei Farbvarianten. So, wo man das hört und sich denkt, ja, das ist dann so der Litmus-Test, weil wenn du das Geld hast, solltest du das eigentlich nicht mit dir machen lassen. So, brauchen wir Easy Place? Das ist die Frage. Wir brauchen auf jeden Fall Scaffolding, weil sonst kommen wir da oben an die Krone nicht ran. So, kriegen wir es jetzt noch hin, dass Single Layer müssen wir machen, ne? Ja, also pass auf, das Innere hier spielt nicht wirklich eine Rolle. Ach, warte. Ich hab's ja jetzt auf. Ich hab euch Easy Place draufgelegt. Genau, Easy Place liegt jetzt auf den beiden Daumentasten gleichzeitig. Das macht es ein bisschen schwieriger, das zu triggern. Ich bin mal gespannt, wie es am Ende aussieht. Ich meine, ich habe es zwar natürlich in der Testwelt vorgebaut, aber soll ja hier gut aussehen. Hieß es nicht, ich brauch nicht so viel Smooth Quartz? Das hat aber nicht hingehauen. Ich meine, ich kann nochmal gerade den Rest holen. Hier. Irgendwann brauchen wir auch mal eine Piklin Trading Farm. Aber ich muss gestehen, aktuell habe ich noch nicht so wirklich den Bedarf für sowas.
Okay, rotes Glas habe ich auch noch genug. Ja, was mit Crying Obsidian bauen willst, König. Ja, das stimmt. Ich finde es aber so schade, dass Crying Obsidian nicht keine Person. Also erstmal, du darfst ja keine Portale damit bauen. Und halt auch, also nicht nur, dass es keine Interaktion damit hat, du darfst es halt gar nicht. Ich wollte ja ursprünglich mal, als ich meinen Sanddublikator gebaut habe, wollte ich das Portal ja mit Crying Obsidian machen. Weil ich so ein bisschen so Stargate-mäßig haben wollte. Beziehungsweise einfach den Gedanken hatte, dass das Portal durch den Chunkloader einfach so überansprucht ist, dass das Obsidian einfach anfängt nachzugeben. Das habe ich ja dann auf die Ecken beschränken müssen. So, damit steht schon mal zumindest der Baum. Wir entfernen aber auf jeden Fall noch das Scaffolding, zumindest mal rudimentär hier. Und dann müssen wir noch hier unten ein bisschen richten und dann können wir gleich schauen, wie es mit dem Shader aussieht. Muss sagen, ein Nachteil an Inventorio ist, finde ich, ich habe viel weniger ein schlechtes Gewissen, die ganze Zeit mit Totem rumzulaufen. Wenn du hier am Baum bist, kannst du ja mal die ganzen anderen Bauprojekte fertig bauen. Uff, wenn ich alle meine Projekte generell, die ich irgendwann mal angefangen habe, vollenden müsste. Ja, dann, sag mal so, dann käme ich gar nichts mehr fertig. Bin ja schon froh, dass wir jetzt Stardew Valley mal zu Ende bekommen haben. Normales Obsidian habe ich tatsächlich sehr viel, weil ich die, hier, wegen der Türme im End, weil ich die ja zeitweise auch abgebaut habe. Da habe ich auch mein Obsidian hergehabt für, was habt ihr denn hier für eine Party? Ah, ich glaube, ich habe es geglitscht, weil ich hatte noch zwei Betten darüber gestellt, aber ich glaube, die Kinder, die sie für diese Betten kriegen, sind halt grundsätzlich immer in diesen Wasserstrom gegangen und deshalb haben sie dann das Bett nicht mehr erreicht und dann haben die zwei gemeint, okay, dann müssen wir eben müssen wir noch ein Baby hinterher schmeißen. Warte, war das Chapako nicht das Supergate? Ich muss nämlich gerade echt überlegen, weil ich habe es nämlich vor einer Weile, ich habe vor einer Weile noch durch den Wiki-Artikel mal gelesen, aber ich hatte es, kam es gerade nicht mehr zusammen. So, die Frage ist, sieht das halt auch gut aus, was wir hier machen? Ich finde halt Höhenübergänge sind mit Concrete Powder nie wirklich gut.
Ja, das kriegen wir zum Beispiel, ich finde, das kriegen wir jetzt in keiner Konstellation irgendwie schön hin. Also wir machen hier den. Warum gibt es keine Betonstufen? Du und Herr Tauri, ihr ist schreibweise wieder. Tut mir leid, die Sprache der Jafar kann ich leider nicht auswendig. Auch wenn sie wahrscheinlich einfacher zu lernen sein dürfte als Klingonisch zum Beispiel. Kriegen wir das ein bisschen schöner? Muss ich auch sagen, dass ich die späteren Staffeln von SG-1 gesehen habe, ist auch ewig her. Ich meine, irgendwann muss ich da meinen Verlobten auch noch zu nötigen. Wobei ich tatsächlich festgestellt habe, also ich weiß nicht, ob das Leute nachvollziehen können, aber ich habe tatsächlich über meinen Verlobten ein bisschen Supernatural mitbekommen. Und ich bekam in mancher Hinsicht tatsächlich irgendwie ähnliche Vibes wie bei Stargate. Einfach von der Art und Weise, wie die Serie gemacht ist und wie die Handlungsstränge aufeinander aufbauen und so. Also ich finde, eine der Sachen, die auch bei Stargate auch immer sehr gut gemacht war, ist, dass sie halt dann irgendwie öfter auch in verschiedenen Folgen immer irgend so ein Detail über die Stargates erfahren und wie sie funktionieren oder auch nicht funktionieren und was da alles schief gehen kann. Und dann finden sie irgendwie ewig später, kombinieren sie dann Aspekte davon und nutzen es irgendwie als Waffe. Ich meine, das machen sie ja ein paar Mal. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass Supernatural das tatsächlich auch hinkriegt. So von wegen, dass du halt, ne, du erfährst halt jedes Mal ein bisschen, mit jeder Folge praktisch ein bisschen mehr über die Regeln und dann nutzen aber die Charaktere es halt auch sinnvoll, um halt bestimmte Probleme zu lösen. In der Hinsicht war ja zum Beispiel Star Trek, ne, also da, ich meine, ich liebe Star Trek, aber Star Trek hat halt auch dann meistens ja Probleme einfach nur durch eine Invertierung der Deflektorpolarität oder so, gelöst. So, ich sag mal so, sie finden. Nee, ich glaube, das passiert sogar in zwei Folgen. Weil in einer Folge haben sie ein Alterungsvirus, was sie mit dem Transporter heilen. Ich meine, zwar auch mit einer alten DNA-Probe der betroffenen Person, aber trotzdem. Und dann gibt es ja noch eine Folge, wo praktisch, wo sie durch den Transporter wieder, also praktisch zu 12-Jährigen gemacht werden. Wo ich mir denke, ihr habt gerade aus Versehen einen Weg zu ewiger Jugend gefunden. Man würde meinen, das wäre irgendwie ein Game Changer oder so. Wir brauchen auch noch, müssen noch ein paar Lampen hier hinstellen. Hier. Dann würde ich sagen, hier auch. Wobei ich nicht weiß, ob das so gut aussieht. So nicht fließend antiker bzw. Lantianisch sprichst. Aber weißt du, wie fies das war, als ich versucht habe, den richtigen Begriff zu finden für die Bewohner von Atlantis? Ob es Atlanta, Atlanten, Atlantiden oder, ne? Also,
Ich glaube, Atlantiden ist, soweit ich das am Ende rausgefunden habe, der korrekte Begriff, aber es hört sich halt irgendwie, finde ich, auch nicht korrekt an irgendwie. Also, ich finde, das rollt nicht gut von der Zunge. So, machen wir hier. So. So, dann müssen wir bei der nächsten Nacht. Also, so, wir können die Schematik auf jeden Fall schon mal. Die können wir. Ja, ich lasse sie erstmal noch da. Wir machen sie erstmal nur aus. Dann müssen wir bei der nächsten Nacht. Hoch. Wieso bist. Warum bist du aktiv? Hä? Warte. Nee, ich sehe es darüber nicht. Inverted True. Wieso erzeugst du ein Signal? Du dürftest kein Signal erzeugen. Hä? Aber es ist auch nur der hier. Also es ist nicht gerade irgendwie, dass wir gerade mitten irgendwie an der Stelle sind, wo es übergeht. Ich weiß nicht, wie viele Pluralformen es im Englischen für Oktopus gibt. Ich wusste es mal. Also ich wusste mal, was du meinst, aber ja. Ne? Und so. Was mache ich hier? Das ist total scheiße, was ich hier gemacht habe. Aber das hier sieht irgendwie ganz cool aus, dass der Baum praktisch so ein bisschen eingerahmt wird dadurch. Ich glaube, das können wir zumindest vorläufig mal so lassen. Theoretisch könnte man es hier auf der Seite auch noch spiegeln. Was ich festgestellt habe, Florian, weil ich bei, also gerade wenn es halt um Programmierung oder so, also auch so ähnliche Sachen gibt, muss man ja gucken, dass man das immer gleich macht. Ich erinnere auch daran, da stimmt was nicht. Da fehlt was vom Ast. Gut, dass ich die Schematik nicht gelöscht habe. Ah, easy place. So. Da musst du ja wirklich gucken, dass du die Sachen halt auch konsistent schreibst. Und dann hast du ja so Wörter, die je nachdem, auf welcher Seite des großen Teichs du bist, unterschiedlich geschrieben werden. Ich sag nur Color oder Armor, ne, wo du mit O oder mit U oder ohne U hast. Und für mich ist das halt, ne, also du hast ja Leute, die dich ja wirklich, wirklich ausschimpfen, wenn du es falsch schreibst, wo du die Leute erstmal belehren musst, dass es beides richtig ist. Nur ich bin da halt eigentlich, ne, also für jemanden, für den es sowieso eine Fremdsprache ist, ist es an sich sowieso egal, aber ich behandle es auch nicht konsistent. Weil ich glaube, Color schreibe ich tendenziell mit U, aber Armor schreibe ich ohne. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Wörter es noch betrifft. Aber ne, also ich behandle das selbst da nicht gleichmäßig. Ich dachte jetzt gerade, dass die Menschen immer auf die Technologie begrenzt sind. Dass es jetzt halt wirklich gab, genau. Und dann, ja. Das ist halt, fühlt sich halt doch recht verdient an. Ah, ich glaube, ja, ich glaube, ich verstehe, was los ist, ne? Ja, das triggert den Tageslichtsensor, weil da oben die Froglights, ja. Ja, ich verstehe, das ist der Grund. Ja gut, dann muss das, man muss das weg. Dann kann das nicht bleiben. Unity ist ein amerikanisches Unternehmen, aber die Basisklasse für C-Sharp-Skript heißt Mono-Behavior mit U. Ja, das ist es halt. Also. Ich stecke auch nicht drin. Ich schreibe es eigentlich auch nie gleich. Also ich habe das teilweise, glaube ich, so, dass ich beim gleichen Wort, im gleichen Absatz es einmal so schreibe und mal so. Weil für mich spielt es keine Rolle. Denn meistens ist es ja auch egal. Ich meine, theoretisch, wenn du irgendwie jetzt ein Buch schreibst oder so, dann musst du halt irgendwie gucken, dass es gleich ist. Aber ich meine, wofür gibt es Search and Replace, ne?
Beziehungsweise das ist ja, habe ich auch normalerweise eher die Aufgabe. Ist das der Lektor, der das macht? Oder war das eine andere Funktion? Aber es macht ja im Verlag eigentlich auch ein Profi dann. Pass auf, das Ding ist auch nur im Weg gerade. Das muss auch weg. So, wo ist das Redstone-Kit? Hier. Wir müssen auch noch den Namen anbringen, sehe ich gerade. Habe ich beides gerade schon reingetan? Ne, hier sind die Tageslichtsensoren. Ja, es ist Lektorat. Mensch, da hatte ich ja sogar mal recht. So, pass auf. Die Fackeln kommen in die Kiste. Die kommen da rein. So, theoretisch können wir natürlich an jeden Teil ein Schild machen, aber ich denke, wir machen es hier hin. So, einmal Lami. Problem ist, wir sehen natürlich jetzt nicht, ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir sehen mit dem Texture Pack Shader, ich weiß nicht, ich habe es versucht mal rauszufinden, über irgendeine Mod sorgt irgendwie dafür, dass Schildertexte nicht korrekt gerendert werden. Aber ja, wenn wir jetzt hier gucken, haben wir es. Mir gefällt der Farbton nun nicht. Der stimmt nicht. Haben wir einen besseren Farbton irgendwo? Pass auf, wir machen mal kurz wieder den Shader an, jetzt wo wir keinen Lightmatica mehr brauchen. Das ist gerade ein sehr cooler Lichteffekt, finde ich. Ist es jetzt am Wasser oder ist es, weil es durch... Nee, es fällt nicht durchs Glas, ne? Nee, es ist nur das Wasser. Das ist schon sehr cool. Aber was habe ich gerade... Ich finde, das Magenta war gerade irgendwie zu hell. Man könnte natürlich auch am Glow-Squid liegen. Will den Rand in die zweite Seite schauen, ob es nicht mit... ja, das können wir gleich probieren. Das müsste ja eigentlich jetzt änderbar sein. Moment, oben waren die Sachen. Also wir haben Magenta nochmal und wir haben auch nochmal Purple. Sieht fast nach Zensur aus, dass man den Namen so sieht, wenn man auf das Schild klickt. Ja, das gilt ja im Moment für alle Schilder leider. Hoch. Wow, das Sortiersystem ist sogar gut durchgelaufen. Pass auf. Dirt, Pearlescent Froglight, Sand. So, Smooth Quartz Block müssen wir selber wegpacken. Aber rotes Glas kann weg. So, gucken wir doch mal, wie es jetzt mit Shader und bei Nacht aussieht, weil ich glaube, da wird der Baum am ehesten zur Geltung kommen. Ja, okay, das Wasser spielt ein bisschen mit dem Rendering. Ich glaube, hier mit dem Glas können wir auch, je nachdem, wie wir stehen. Also Glas hat auch noch ein paar seltsame Eigenschaften mit den Mods. So, jetzt kommt es noch nicht so richtig zur Geltung. Aber mir gefällt bisher zumindest die Farbe der Krone. So, pass auf. Wir können den... Wir können es so machen, ne? Und dann machen wir den. Ah, das ist so praktisch. Jetzt ist halt die Frage, Purple? Nee. Also ich finde, Purple ist halt... Purple wäre normal für die Twitch-Leute. Wir müssen erstmal bei Magenta bleiben. Jetzt haben wir natürlich durch das rote Glas auch hier so diesen Lichteffekt. Aber das war ja auch schon vor dem Colored Blocklight drin. Das ist ja
Einfach nur das normale Sonnenlicht gefärbt werden können. So, lichttechnisch sieht hier alles gut aus. Keine Spawnflächen. Brauchen wir die Fackel hier? Und die hier? Hoch. Weil Lichtquellen, also gerade die billigen Fackeln, sollten wir nicht unnötig hier haben. So, es wird schön dunkel. Also ich finde, es hat was. Ich hoffe nur, dass der Colored Blocklight Effekt noch ein bisschen verbessert wird mit der Zeit. Ah, kriegen wir es noch. Der Winkel ist auch noch was, wobei ich finde tatsächlich, am besten sieht aus dem Blickwinkel aus. Also von hier hinten. Ist zumindest meine Meinung, ist. Aber ich muss leider auch sagen, ich baue nicht so oft organische Strukturen, vor allem halt auch keine Bäume. Also ich finde, das ist eine Kunst für sich. So, mal theoretisch könnte man überlegen. Ich meine, hier wäre auch noch Platz. Also entweder verewigt man hier noch jemand anderen oder theoretisch könnte man den hier auch spiegeln. Was ich aber ein bisschen billig finde. Mal schauen, was man hier mit dem Gebiet noch macht. Confirmed Spinny baut Organe ab. Was? Hey, Organe sind der Grund, warum ich für diesen Baum kein Korallenriff zerstört habe, ja? Ja, aber ich finde. Ja, also ich finde, also vom Licht her gefällt mir das eigentlich ganz gut. Man muss halt bedenken, ich finde das mit dem farbigen Blocklicht und Glas, es funktioniert teilweise sehr gut, aber halt irgendwie nie so, wie ich es haben will. Voll Korall von Disney. Oh, das war auch so ein Meme einfach. So. Pass auf. Wir gucken mal kurz in unsere To-Do-Liste. Auf jeden Fall können wir jetzt da. Genau, damit ist das nämlich jetzt auch durch. Ah, wir haben auch noch drei Leute, aber da habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht den Nerv für, da Bäume zu bauen. Das müssen wir verschieben. Was wir machen, wir müssen ein paar Sachen erledigen. Huch. Oh. Hier habe ich Eimer in dem Crafting Table gelassen, weil das auch eine Mod ist, die ich habe. Wir können Sachen im Crafting Table liegen lassen. Und du kannst dir dann halt auch sehen. Das ist eigentlich total gewöhnungsbedürftig. Und es hat auch eigentlich nicht so einen riesigen Zweck für uns. Theoretisch könnte man natürlich damit irgendwie einen Tisch machen, wo Sachen drauf liegen. Ich glaube sogar, ist es nur bei Sachen, die ich aktiv crafte, oder ist es auch generell bei sowas wie einer Spitzhacke, dass, nee, es ist nur, wenn ich sie crafte, ne? Wenn ich ein fertiges Crafting-Rezept da drin habe, dann ist es wohl auch so, dass, das Item dann über dem Crafting Table hovert. Habe ich irgendwas zum Testen gerade? Eis. Wenn ich mit 9 Eis das machen würde, dann müsste ich ja ein Packed Eis darüber haben. Jawohl. Also theoretisch könnte man das für sowas nutzen. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen.
diesem Stream kommt alles ans Licht. Ja, all meine Sünden. So, pass auf. Aber was ich eigentlich machen wollte, ich wollte mal die Bambus-Farm checken. Die wir vor eine. Das Ding ist, die ist nicht viel gelaufen, weil wir nicht viel hier waren. Ich glaube, am längsten waren wir seit dem Bau dieser Farm hier, als wir jetzt den Baum gebaut haben. Aber es ist zumindest ein bisschen was hier angekommen. Pass auf. Wir brauchen den Crafting Table, da führt kein Weg dran vorbei. So, dann machen wir nämlich hier die Planks draus. Und dann machen wir daraus Chests. Amazing Chest ahead. Hier haben wir auch noch ein paar Schilder. Wo wir leider nicht sehen, was draufsteht. Hier ist es natürlich total fies. Wobei ich hier eigentlich auch auf Hanging Signs jetzt mal langsam umsteigen könnte. Die könnte man dann vielleicht sogar auch ein bisschen besser sehen. Hilft natürlich nicht, wenn der Text nicht gerendert wird, aber trotzdem. So, einmal hier Holz- und Speicherlösung, dann. Sieht zoppertechnisch aus. Hauptsache haben wir nicht allzu viele. Müssten wir mal auffüllen. Das kostet uns natürlich jetzt die Chests, die wir gerade frisch gecraftet haben. Compressed Ice. Können wir eigentlich auch noch mal ein bisschen was einpacken. So ganz ehrlich, Buttons müssen wir nicht hier drin haben. Aus dem Grund, weil wir sie einfach aus Steinen Niederzeiten machen können. Wann hängende Schilder? Wenn ihr jetzt cool wird und Tim bei der Jugend ankommt, gettet er dann Money, dann Money getter. Dann kann er zu auf nach Madeira ziehen, zu Ungewaschen und dem Lord. Warte, Drachenlord ist auf Madeira. Was? Ich bin da leider nicht über den aktuellen Stand des Drachen-Game informiert. So, hängende Schilder, sollen wir das mal gerade umsetzen? Ich weiß nur beim besten Willen gerade nicht, wie man sie craftet. Wir brauchen eins, zwei. Dann wahrscheinlich 6 Stück insgesamt, richtig? Wie war das? Man brauchte dafür Ketten, oder? Hang Sign. Zeigt mir natürlich auch nur die an. Pass auf, wenn ich jetzt... Ah, nee, warte, das ging nur an einem Crafting Table, ne? Nee. Chain. Ah, warte, du brauchst es dafür. Du brauchst die dafür und Nuggets. Verstehe. So, pass auf. 9 Ketten, aber das zählt irgendwie nicht für. Um das Hanging Sign? Was? Das muss ich jetzt mal nachgucken. Brauche ich die... Brauche ich noch ein fertiges Schild dafür, oder... Nee, Stripped... Oh, warte, die kosten Stripped Logs. Aber sind dafür... Okay, dafür kriegst du aber auch... Die sind trotzdem teuer. Muss man echt mal sagen.
Wir hätten nur zwei Chains gebraucht. So, der Rest kann weg. So, 6 Stück. Jetzt gibt er mir das Rezept dafür. Wow. So, pass auf. Hier haben wir Holz, Schrägstrich, Stein. So, wir schreiben es vielleicht in die zweite Zeile. Wir sind ja lernfähig. Problem ist nur, dass... Also es ist auf jeden Fall wahrscheinlich besser lesbar, wenn der Text sichtbar wäre. Dann haben wir hier Never und End. Ah, es ist weniger Platz auf den Dingern, ne? Das ist das ist der Nachteil. Es ist weniger Platz auf den Schildern. Aber sie sind... Gut, du kannst, glaube ich, beide Schilder theoretisch beidseitig beschreiben, aber das sind ja die einzigen, wo du es halt realistisch sehen wirst. Sie haben keine Kollision, das ist ein bisschen lame. Schon etwas her mit der Madeira-Staffel, und die habe ich auch gar nicht auf Madeira gedreht, aber sonst war sie trotzdem. Warte, boom. So, Wolle plus Glas. Und hier war Beton. So, wenn wir jetzt noch es hinkriegen, dass Schilder wieder Text anzeigen, dann ist das direkt ein Upgrade. Und die Schilder können wir dann für, also die normalen können wir dann für Bäume wieder verwenden. Da sind die aber tatsächlich besser, weil sie einfach auch mehr Platz haben. So, das ist aber nicht das, wo ich jetzt eigentlich die Zeit investieren wollte. Ich wollte mal gerade gucken, Redstone-Kit, gab es da etwas zum Nachfüllen? Also was unmittelbar sein muss. Hopper haben wir, Komposter sind auch noch übrig, Pistons theoretisch. Tageslichtsensoren brauchen wir nicht so häufig, aber Pistons fände ich wichtig. Aber ich glaube, das machen wir, glaube ich, einfach. Wir müssen daran denken, dass wenn wir das nächste Mal, wir brauchen ja auch nicht so häufig Pistons, wenn wir das nächste Mal Kisten nachfüllen, dass wir dann auch Bambus wieder zur Verfügung steht, dass wir dann auch ein paar Pistons craften aus dem Holz. Wir können mal kurz gucken, wie viel die Bambusfarm in den letzten Minuten produziert hat. Nicht so viel. Aber wir sind halt leider auch nicht viel hier. Das muss man leider auch echt dazu sagen. Und ich mag es ja auch nicht gerne, einfach dann nur hier rumzustehen und die Tage hochticken zu lassen. Also dann soll wenigstens auch irgendeine wichtige Farm laufen. Hier das Zeug läuft halt eher, wenn ich mal wieder Steine farme. Aber es gibt noch ein paar Sachen, die wir zumindest noch vollenden können. Ich würde nicht mehr den Kartenschrein komplett anfangen, aber halt zumindest, zumindest würde ich das beenden, was wir da beim letzten Mal vorbereitet haben. Und dann gehen wir vielleicht nochmal in die Ancient City.
Extra-Schilder nicht angezeigt. Ja, ich kann es ja gerade nicht ändern. Ah, hier ist gerade Sommerfight Piglin Party. So, da wird nämlich ja was angefangen und der Sockel. Genau, ich habe hier jede Menge Glas und so hingestellt. Und Steine. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was der Stand war. Ob wir überall, hatten wir hinten auch schon die Statue vervollständigt? Okay, es ging nur hier drum, um den Sockel. Weil der soll ja auch bis zum Meeresgrund gehen, dass der auch schön das Wasser ein bisschen erleuchtet. Deswegen, das hier ist jetzt aber... Ne, das ist Looking at Block. Das ist Light Blue. Okay. Eigentlich müsste ich hiervon auch eine Schematik machen. Vier hoch. Also vier nach vorne, vier nach hinten. Ach so, genau. Und das wegen dem Kopf. Genau, okay, das hat einfach nur die, ja, wen soll die Statue eigentlich darstellen? Das, kann man tatsächlich schon unter Umständen schon erraten, wenn man auch weiß, was es mit dem Schrein hier mit der Karte auf sich hat, worauf das basiert. Und es kommen ja noch drei andere. Ich meine, in ihrer jetzigen Form stellt die Statue niemanden dar. Pass auf, wir brauchen Smooth Stone. Pass auf, dann nehmen wir die Kiste. Und wir brauchen Light Blue Glass. Und Sea Lanterns. Ganz ehrlich, ich werde demnächst mal wieder die Guardian Farm anschmeißen müssen. Aber selbst über Nacht produziert die leider nicht so viel wie ich mir wünschen würde. Und das lässt den Tag-Counter immer so in die Höhe schnellen. Das habe ich nicht gerne. Ah, stimmt. Pickblock kann ja jetzt, glaube ich, auch aus einer Schulkerbox ziehen. Also mit Inventorio, glaube ich, oder mit Tweakaroo. Eine von den Mods ermöglicht das, glaube ich. Hast du schon deinen Minecraft-Skin als Statue gebaut? Früher habe ich das mal gemacht, aber meinen aktuellen Skin nicht. Ich habe das Gesicht meines aktuellen Skins aber vor ein paar Wochen auf einem, man könnte es sagen, auf einem tatsächlich physikalisch existierenden NFT verewigt.
hören würde, schreiben, meinst du unser NFT? Nein, weil das bringt euch nichts. Ne? Ich habe ja den Teil mit, wo ich von meinem Skin habe ich ja auch, habe ich auf dem Foto gepostet. Es bringt euch nur nicht, den zu kopieren, weil ihr damit halt nur dieses kleine Stück habt. Und halt auch nicht das, also es gibt euch ja keine Kopie von der Leinwand, die sich unsere besten Freunde dann in ihr Haus hängen sollen. Also es war ein Hochzeitsgeschenk von einem der Gäste, es war so eine Leinwand, wo halt, also die war halt in Kacheln unterteilt und da sollte halt im Idealfall jeder Gast was draufmalen. Zum Beispiel irgendwas, was man gemeinsam erlebt hat oder sowas. Haben leider nicht so viele genutzt, deswegen habe ich dann am Ende ein paar Felder mehr noch gefüllt. Oh ja, ganz toll, wie das Licht sich hier verändert, ne? Das ist überhaupt nicht desorientierend. Weil so ist das Licht total cool, also wenn du jetzt diesen Blauton hast. Aber das muss ich halt immer erst korrigieren. So, und dann müssen wir jetzt noch hier. Ich hab meine Zweifel. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Smoothstone zwischen den Streams hier hinschaffen. Und, oh, viel, viel mehr Seelaternen. Ach, du Scheiße. Das reicht nicht. Das reicht nie im Leben. Ich meine, wir haben hier noch welche drin, aber es ist niemals genug. Also wir brauchen ja nicht nur für den Sockel die Seelaternen. Da sind die Froglights praktischer, da kann ich zumindest alle drei Farben gleichzeitig farmen. Ist halt auch die Frage, ob wir die eine Farbe überhaupt verwenden werden oder ob wir mit Lava arbeiten wollen. Da habe ich tatsächlich noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Er weiß einfach nicht, dass er Seelaternen mit der Sektat-Spitzhacke abbauen soll. Das ist schon ein Uff-Moment. Meine Fortune ist ja auch keine Alternative. Du kriegst ja nicht mehr raus. Sind ja sicherlich alle auch das erste Fussel mit einer künstlerischen Ader gewesen. Nee, leider nicht. Ich bin jetzt auch kein Künstler. Ich meine, ich habe zwar am Ende das erste Teil gemacht, aber. Ne, ich meine, gut, das war auch ein bisschen ungünstig, ich meine, es war halt malen, also du hattest einen Wasserfarbkasten mit 12 Farben, kein Deckweiß, was halt auch Farbmischung deutlich erschwert hat und es hat sich auch außer mir irgendwie niemand verantwortlich gefühlt zwischendurch mal diesen Becher, also das Glas mit dem Wasser mal irgendwie auszutauschen. Wo ich mir dachte, oh ey, Leute, wenn ihr euer Ding gemalt habt und ihr seht, das Wasser ist halt komplett dreckig, du kannst damit keinen Pinsel mehr sauber machen, ist das so viel verlangt, mal kurz dann zum Klo zu rennen und dann das auszutauschen. Aber irgendwie war ich gefühlt der Einzige, der daran gedacht hat. Es könnte hinhauen mit den Sea Lanterns, aber wir müssen wahrscheinlich meine Lichtkiste anzapfen. Huch. Kurze Antwort, ja. Wir haben sowas auch überfordert. Ein bisschen blaues Glas müssen wir wahrscheinlich dann auch nochmal hierher bringen, ne?
Mensch, wird es tatsächlich perfekt aufgehen? Es geht sogar auf. Ich bin beeindruckt. So, aber ich glaube, mit dem Stein könnte es problematisch werden. Wobei, gut, Stein haben wir noch da. Wir müssen eh noch mehr hier bringen. Aber wir brauchen mehr Light Blue Stained Glass. Das muss ich auf die To-Do-Liste setzen. Wenn wir zu viel machen, ist ja auch nicht schlimm. Weil ich kann das Zeug ja auch immer einlagern. Ne. Ne. Klingt wie Papyrus. Du brauchst ja nicht so viel eine BP-Bohrplattform. Nee, warum? Es ist einfach nur ein Sockel für eine Statue. Das haut hin. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mehr von dem hellblauen Glas hier hatte. Ah, da ist noch ein Stück Glas. Leichte Golf-Vibes, das Teil. Hä? Warte, wir können... Ha! Das ist sehr, sehr geil.
Und auch meine Maus, weil die ist ja eh schon am Verrecken. Nein! Ich will das nicht tauschen. Ganz ehrlich, wir brauchen hier keine Elytra gerade. Falls uns irgendwie ein Drowned überrascht oder so. Ich glaube, wir werden noch mehr von den Steinen holen müssen. Ah, es ist schon ein Lifesaver, muss man echt sagen. Ich meine, theoretisch könnte man hier auch noch was unterbringen, wenn man wollte. Wobei ich nicht weiß, ob das sein muss. Blöcke ASMR. Ja, es hat schon ein bisschen was davon, ne? Wenn ich das richtig sehe, ist da auch eine Höhle.
aber spricht leider auch dafür, dass ich viel mehr Glas generell von allen Sorten hierher bringen muss. Kein Loch entstanden, sehr gut. So, jetzt noch mit gratis Ertrinken-Geräuschen. Okay, er hat jetzt irgendeinen Grund hier reingepackt und wir haben keinen Smoothstone mehr. Gute Nacht, Austria. Danke fürs dabei sein. Stone, smooth stone, smooth stone, stone. Smooth stone müssen wir einfach generell sehr viel, viel mehr hinbringen. So. Das reicht auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das waren immer 16 Stacks pro Glassorte. Müssen hier mal kurz ein bisschen anders sortieren. Ja, wir haben auch noch normal. Genau, wir haben noch das Blaue. So, Gelb kann hier rein.
So, Leim habe ich übrigens irgendwo auch noch hier. Und Light Blue brauchen wir halt auch noch. Ich weiß nicht, ob wir das Blue überhaupt benötigen werden. Ich weiß nämlich auch noch nicht, wie wir das alles hinbekommen werden. Das heißt, wir nehmen noch mal kurz eine Chest hiervon. So, ich bin mal gespannt, wie es gleich aussieht. So, wir landen mal kurz hier auf dem Baum. Ha. Also ich meine, ja, es setzt sich schön fort. Ich fände es cool, wenn es dann noch ein bisschen mehr Leuchtkraft hätte. Aber zumindest, ja gut, ich meine, der Effekt setzt sich halt schön fort. Muss es halt, weil sonst sähe es weird aus. Und man muss halt bedenken, die restliche Statue ist ja auch noch nicht fertig. Aber wir merken, ich habe den Materialbedarf mal wieder unterschätzt. So, pass auf. Die füllen wir auf. Und dann müssen wir hier noch viel, viel mehr Kisten hinbringen.
So, wie sieht das hier aus mit meinen Beständen? Nicht so üppig, wie ich gehofft habe. Also hier brauchen wir definitiv mehr. Da muss ich auch zwischen den Folgen definitiv einiges vorbereiten. Aber ich will schon mal das erledigen, was jetzt geht. So, erstmal die. Ganz ehrlich, Kelp müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Was mich jetzt gerade interessiert, ist, wie unser Glasbestand aussieht. Auch nicht besonders üppig. Light Blue haben wir noch. So, Rot brauchen wir nochmal. Das ist aber auch kein Problem. Die Frage ist, wahrscheinlich wird das der Glasvorrat das nicht hergeben. Ne? Wir haben Blau, wir haben Rot, wir haben Orange, wir haben Gelb, wir haben Grün. Wir müssen noch mal kurz ein bisschen hellgrün machen. So, da ist noch Glas. Aber das Ding ist ja, es ist auch nicht mega viel. Na, nein, ich will nicht noch mehr von der Farbe craften. Ich will das Glas craften. So. Ich denke mal, von dem Orangen werden wir gar nicht so viel brauchen. Dann mehr rotes Glas. Grün. Light Blue. Den und den. Da ist nämlich das hier auch schon voll. Hier muss ich wieder im Auftrag geben. Doch, ist richtige Richtung. Ich bin schon wieder durch das falsche Portal gegangen.
So, pass auf. Das ist beides Stein. So, dann haben wir da wieder eine Schurkerbox frei. Und dann gehen wir nochmal in die Ancient City. Brauchen aber dann nochmal die Schere und Wolle. Ganz ehrlich, ich bin auch gespannt, wie viele Shrieker überhaupt noch in der Stadt sind. Nur weil langsam müssen wir eigentlich auch an den Punkt kommen, wo wir die Stadt eigentlich zumindest gefahrentechnisch gesäubert haben. Und dann müsste man sich die Frage stellen, was macht man mit dem Ort? Also ich will die Stadt gerne irgendwie restaurieren. Gerade auch mit Blick auf die Struktur in der Mitte, wo ja auch immer im Raum steht, dass das ein Portal sein könnte. Also da ständigen Zugriff drauf zu haben, wäre schon sinnvoll. Aber ich weiß noch nicht, was ich, was man mit der Stadt macht. Gleiche Frage kann man sich auch für andere Städte fragen, wie Detroit. So, pass auf. Wir brauchen das Miraculix-Kit. Stimmt, ich wollte immer noch bei meinem Braustand einen Hopper machen, der die Sachen einführt. Mensch. So, dann Prost. Das Ding ist jetzt, wo wir Nachtsicht haben, sieht man ironischerweise nicht so gut, wo wir schon waren.
Ja, weil mal die Catalysts wegzunehmen wäre vielleicht mal ganz gut. Hier ist irgendwo ein Shrieker. Gut, dass wir es jetzt erfahren. Aber wie soll ich den jetzt finden? Das ist, glaube ich, der, den wir auch beim letzten Mal ausgelöst haben, oder? Ach, es kann doch nicht sein, dass hier ein Shrieker ist, der komplett umgeben ist, oder? Gut sein. Also so selten, wie es ja zu sein scheint, kann ich mir echt nicht vorstellen, dass Mojang da keine Maßnahmen ergriffen hat, um das irgendwie halt zu unterbinden. Ich meine, sie können ja auch bei Ärzten entscheiden, ob die vermehrt halt, ne, ob da Luft dran soll oder nicht. Aber das Geräusch kam von hier. Ich glaube, die Catalysts abzubauen ist ein guter Weg, um herauszufinden, ob in einem Gebiet noch Sensoren oder Shrieker sind. Weil die irritieren mich halt auch mit ihrem grauen Rand da die ganze Zeit. Wo ich auch noch nicht weiß, woher der kommt. So, die Ecke dürfte eigentlich auch schon relativ sauber sein. Hier ist auch total safe. Ich habe ja auch da drüben in der Ecke, ich habe da weder einen Sensor noch einen Shrieker gesehen. Also dann muss ja auch beides irgendwie vergraben sein. Es ist kein Shrieker. Ich wollte schon sagen, auf Shriekern kann kein Skulk wachsen, ne? Also kein nichts von dem Zeug, was da drauf, auf dem Block drauf hängt. Ah, okay, wir müssen da mit Wolle drauf. Sonst kommen wir da nicht hoch. Theoretisch könnte man auch mal die ganzen Kerzen anmachen. Okay, ich darf Leitern hochschleichen. Das ist okay. So.
ich da irgendwie... Boah, ist ja richtig Party. So, hier scheint dann jetzt auch relativ safe zu sein. Okay, das ist jetzt wegen Entzugserscheinungen. Waren wir aber auch noch nicht, oder? Ne, hier sind so viele Sensoren noch. Hallo, Shrieker. So, das Cluster ist dann auch neutralisiert. Ich sagen, erst da oben der Shrieker, den da unten haben wir ja komplett isoliert.
So, die sammeln wir wieder ein. Oh wow, da drüben sind zwei Shrieker. Wie soll ich denn da hinkommen? Die Wolle brennt mir doch direkt weg. Huha. Ah, Mensch, hier haben wir auch einiges mit weißer Wolle gemacht. Das war noch von unseren ersten Besuchen. Das Problem ist, das hier ordentlich zu stören. Dafür muss ich zu den Shriekern gelangen. Also ich kann ja nicht unterbinden, dass das Signal sich nach unten ausdehnt. Ich meine, wir können natürlich auch sagen, ihr trägt einen Lavaschutz. Boah, ich weiß nicht, macht es Geräusche, wenn wir durch Lava gehen? Ich sehe gerade keinen Weg, wie wir es zu diesen Shriekern schaffen. Das sind, glaube ich, drei Stück oder zwei. Ist da hinten noch einer? Ich sehe auf jeden Fall zwei. Ich weiß nicht, ob da drüben, ob das ein anderer ist. Ich sehe gerade keine Möglichkeit, da hinzukommen, ohne dass wir Lärm machen. Pass auf, wir probieren es aus. Okay, zumindest wenn wir keinen Schaden nehmen, macht es keinen Lärm.
Okay, es sind zwei Shrieker. Und auch nur die zwei. Okay, das hat funktioniert. Ich glaube, ich habe den zweiten Shrieker zerstört, bevor das Signal ihn hätte erreichen können. Was bedeutet, das Gebiet sollte jetzt safe sein. Okay, hier ist auch nichts mehr an, an Sensoren. Irgendwie ist hier die Lava nicht so brennfreundlich. Freudig habe ich das Gefühl. Ich bedenke, wie... Gut, ich weiß nicht, ob es vielleicht im Nether anders eingestellt ist, dass da der Fire-Tick irgendwie häufiger ist. Aber ich bedenke, wie oft die Blöcke neben den Kisten gebrannt haben. Das Gebiet ist dann auch safe. Na, bis auf die zwei Sensoren da oben. Komm, die kriegen wir auch noch weg.
Ah, hier sind wir wieder. Hier waren wir bei der ersten Expedition. Na komm. Mensch, langsam wird es ja richtig sauber hier. Okay, Night Vision hört gleich auf. Feuerresistenz benötigen wir jetzt nicht mehr. Okay, hier sind noch... Zumindest ist hier sehr viel, was ich abgedeckt habe zu der Zeit. Was war da oben? Was habe ich hier oben abgedeckt? Es wird halt immer fies, sobald es dreidimensional ist, weil nach unten hin kannst du halt nichts isolieren. Zumindest nicht in der Regel. Nach oben hin hilft dir auch nur bedingt was. Sag nicht, dass ich mich jetzt da hochbauen muss. Ich baue mich nicht gerne hoch. Jetzt hat die gerade nochmal einen Sensor getriggert, aber wo? Mein Sensor allein ist harmlos, aber ich will es trotzdem wissen. Irgendwo hier ist noch einer.
Mensch, du hast dich ja versteckt. Ah, das kommt mir bekannt vor. Habe ich die Kisten abgebaut? Also die ich schon geöffnet hatte? Wir dürfen ja beim Warden inzwischen wieder auf Stufe 0 sein. Ich denke, wir erreichen einen Punkt, wo wir uns eigentlich recht frei hier bewegen können. Und wahrscheinlich nur noch die restlichen Shrieker finden werden, wenn wir uns so bewegen und halt dann sie auslösen und ausfindig machen. Aber da wir jetzt langsam einmal uns im Kreis gedreht haben, glaube ich auch, dass wir die allermeisten Gebiete jetzt größtenteils gesäubert haben. Hier ist noch was. Was war denn hier? Genau, hier waren noch ein paar Sensoren. Ich glaube, hier waren Shrieker, an denen ich nicht gut rankam, ne? Oder wie war das? Oder ich wollte einfach nicht mit das Risiko eingehen, weil ich so hoch auf der Warden-Stufe war. Das kann auch sein. Ja, ich würde mal behaupten, das ist doch schon recht safe hier. Wenn ich jetzt noch rauskriege, was da oben sein soll, können wir echt bei Gelegenheit mal hier durchgehen und einfach alles an... Ja, guck hier. Hier war gar nichts mehr. Da ist ein Shrieker. Als ob schon wieder eine Potion durch ist. Das waren jetzt aber schnelle 8 Minuten.
So, eine haben wir noch. Jedes Gebiet. Oh, da ist noch ein Shrieker. Schön versteckt. So, wir brauchen wieder neue Laternen. Irgendwas ist da an der Wand. Ach, da oben. Da ist noch ein Sensor. Okay, ich würde behaupten, viele Shrieker können es nicht mehr sein. Ach du Scheiße. Okay, hier ist noch so ein schöner Ausläufer des gesamten Gebiets.
Das Wasser ist absolut ein Störfaktor hier. Hans Brings a Flammenwerfer. Ja, das ist bei dem Zeug hier. Wobei, ganz ehrlich, mich würde es nicht überraschen, wenn Skulk auch noch aus Feuer noch irgendwie Energie beziehen könnte. Wenn sich jetzt der Wasserstrom... Oh, ist das fies. Wenn sich jetzt der Wasserstrom verändert, zählt das dann als Aktion von mir? Okay, wenigstens ist der hier easy. Zur Sicherheit machen wir auch den hier. Jetzt traue ich mich nicht, hier in der Gegend den letzten Trank zu trinken. So, let's go. So, der Rest hier dürften eigentlich aber fast nur noch Sensoren sein, oder? Da ist noch ein Shrieker. Okay, gar nichts.
all diese Sensoren und es wurde kein Shrieker ausgelöst. Und hier geht's schon ins Nächste. Okay, aber es ist, glaube ich, nur ein. Ist das schon ein neues Deep Dark? Oder ist das ein Ausläufer vom bestehenden? Ich würde sagen, es ist ein Ausläufer, was, oder? Wolltest du nicht mal das Deep Dark neu aufbauen? Was ich wollte, war die Ancient City restaurieren. Aber dafür müssen wir erstmal natürlich die ganzen Shrieker wegkriegen. Ich würde behaupten, hier ist noch ein Shrieker. Aber der Rest hier sind alles Sensoren. Da sehen wir die Ancient City, die hier ist. Okay, hier ist ein Weg in eine angrenzende Höhle. Vielleicht kann man den Weg ja auch irgendwie restaurieren, dass sich das alles schön nahtlos einführt. Sind das Shrieker oder? Ne, das sind Sensoren. Das sind Sensoren da oben. Jawohl. Jetzt gefühlt konnte ich am Anfang keinen Schritt hier machen, ohne den Shrieker auszulösen. Jetzt mache ich gefühlt nur Fehler und löse nichts aus damit. Das ist aber auch eine krasse Struktur. Na gut, das sind die Überreste. Das ist statisch nicht besonders solide, würde ich behaupten. Mensch, Patrick, danke für den Raid. Ich weiß nicht, was du vorher gespielt hast, inwieweit jetzt die Erkundung einer Ancient City in Minecraft so interessant für die Leute ist. Siedler 2. Ja, also neue Generation, ne? Stimmt, das hat der Patrick wieder angefangen mit dem Wikinger-Add-on. Ich erinnere mich. Alles safe. Alles safe, sehr gut. Wir sind hier gerade an einem der gefährlichsten Orte im Spiel. Naja, das war es mal einer der gefährlichsten. Wir sind echt ziemlich weit damit, dieses Gebiet gründlich von
Okay. Gefahrenquellen zu säubern. Genau das darf nämlich nicht passieren, aber wir haben zum Glück noch ein bisschen Spielraum für Fehler. Also, den hier müssen wir komplett loswerden. Da oben liegt jetzt ganz viel Wolle, aber das ist okay. Ja, ich glaube, mir passiert hier nichts mehr. Ja, wir sind wieder hier. Ich erkenne diesen Ort. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay. Night Vision geht jetzt auch zu Ende. Die Schere ist gut in Beschlag genommen. Aber ich glaube, sehr viele Shrieker dürfte es hier nicht mehr geben. Wie gesagt, sie haben ja den einen da noch irgendwo, der einen Ecke, wo ich jetzt gerade nicht weiß, wo die ist. Wo wir ja komplett am Rätseln sind nach wie vor, wo der sein soll. Also der muss anscheinend irgendwo eingegraben sein und ich kann ihn nicht sehen. Aber wenn es nur der ist, sei es drum. Den finden wir sicher auch noch. Aber ansonsten haben wir irgendwie mal einen schönen Vantage Point hier. Jetzt verlieren wir die Night Vision. So, Kisten können hier, nicht Kisten, die Flaschen können da rein. Einmal was essen. Dann müssen wir kurz das Inventar wieder auf Vordermann bringen. Wir brauchen wieder einen Feuerschutztrank im Inventar. Dann die Wolle muss wieder an ihren Platz. Die Schere müssen wir reparieren. Goldene Karotten. Moment. So. Okay, dann beenden wir es aber auch an dieser Stelle. Ich habe einiges vorzubereiten, glaube ich, damit wir beim nächsten Mal, also wir werden wahrscheinlich nicht alles hinkriegen bei beim Kartenschreien, aber zumindest die restlichen Sockel könnte man schon mal vorbereiten. Damit wir auch ein bisschen Gespür dafür kriegen, wie viel Glas und so noch brauchen. Damit wir nicht ein zu großes Schulkermonster da erschaffen müssen. Und wir brauchen mehr Seelaternen. Also dafür muss ich auch irgendwie sorgen. Anyway, ist jetzt nach Mitternacht. Ich danke fürs Dabeisein. Und wir enden mit Blahai, wie immer.